Hallöchen. Wir sind gerade in der Garage und fahren jetzt zum Sport. Yay. Ich habe diese Nacht so beschissen geschlafen, weil Joshi mich geärgert hat, weil man Füßen gehangen hat. Ich bin so müde, aber wir ziehen das durch. So, ich hoffe, uns kommt jetzt keiner entgegen oder hinter uns. Sonst unterbreche ich das Video, weil ich mich schäme. Wir sind jetzt fertig im Training, wie man sieht. Sie können das. Aber ich gehe hier nicht gerne in die Sammelumkleiden. In die Sammelduschen. In die Umkleiden muss ich ja. Für mich gibt es das jetzt hier. Wir haben nämlich Cardio gemacht und wir waren heute noch an den Geräten. Wir sind stolz auf uns. Brust und Rücken brauche ich ja unbedingt für die Brust hier. Auf jeden Fall wenn wir morgen Muskelkater des Todes haben. Wir fahren jetzt nach Hause. Ruby muss ja noch kurz zur Arbeit und danach gehen wir einkaufen. So, sichtlich müde vom Sport. Zeige ich euch jetzt mal, wie das Badezimmer aussieht. Und ja, wir sind jetzt ein halbes Stündchen weg. Haben zum Glück Toilette und alles freigemacht, damit wir auf Toilette gehen können. Und die kommen eine halbe Stunde wieder und müssen dann nur mal kurz drüber streichen, dann sind die fertig. So, die haben wirklich hier sehr gut alles gesichert, abgedeckt. Guck mal, wie schön die hier abgedeckt haben. Hier, es ist. Oh, Entschuldigung. Es ist fast fertig. Haben sie sehr schön gemacht, ne? Nachher ist das Badezimmer fertig. Ich freue mich voll. Ich bin voll bescheuert. Also immer noch keine Lampe, aber naja, gut. Schön, ne? Hier ist halt alles abgehangen, damit ihr nichts versaut und sowas alles. Ja. Und ich gehe jetzt mal darauf. Ich muss mir nicht mal ganz dringend pipi. Hier im Kinderzimmer haben die auch sehr schön abgedeckt alles. Ja. Und hier hatten die jetzt einmal drüber gestrichen. Man sieht es fast nicht mehr. Und da oben ist auch alles schön zu. Sind zwar ein bisschen das Rohr mitgestrichen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ja. Schön. Dann kam gleich das Aquarium wieder da in die Ecke und da freut sich die Kleine auch, dass hier alles wieder schön ist und irgendwie sind die Nägel hier aus der Wand. Na, die haben die Wand mitgestrichen. Toll. Das ist nicht so schön. Ich mich gerade so, was heißt Ärger, aber so ein bisschen. Es ist ein Altbau. Hier ist es so schwer, einen Nagel in die Wand zu bekommen und ich habe mit Mühe und Not diese Nägel da reinbekommen. Ja. Duper. Da habe ich wieder ran. So, das Badezimmer ist einigermaßen wieder fertig. Ich habe jetzt den Boden geputzt, ich habe die Fliesen abgewaschen, den Schrank hier abgewaschen, wieder reingestellt. Das Regal hat neue Saugnäpfe, die halten jetzt 5 Kilo pro Saugnapf, richtig geil. Ja, und hier liegt das noch am Waschbecken. Also, es ist fertig. Die Saugnäpfe waren kleiner geplant. Ja, die sollten eigentlich kleiner sein. Nein, die sahen auch die nicht mit Absicht so laut groß. Die sahen auch kleiner aus. Aber jetzt sind das solche Oschis. Dann habe ich zu Hubi gesagt, das ist okay. Das tut es. Ja. Unser Badezimmer ist fertig. Also wir haben uns entschlossen, hier kommt die kleine Katzentoilette hin. Steht die große Ecktoilette, aber wollten wir nicht. Ja. Hallo. Sehr schön, ne? Mehr als weiß. Und da ist jetzt, also die haben das verputzt, die haben das gestrichen und zum Schluss haben die jetzt nochmal so eine Schimmelschutzfarbe drauf gemacht. Weil ist ja natürlich Badezimmer, ne? Wegen der Dusche und so. Ja, da steht noch das Putzzeug drin, aber die Dusche mache ich gleich noch sauber. Ich muss mich jetzt gleich anziehen und dann geht es mit Joshi zum Tierarzt. Mit dem Tino zum Tierarzt. So.
Schön, ne? Ist zwar klein, aber fein und schick. Fertig ist das Badezimmer. Hallo schon. Also wir sitzen jetzt gerade im Auto und sind auf dem Weg zum Tierarzt. Und Tino gefällt das überhaupt nicht. Oh ja. Jetzt gleich sind wir endlich angekommen. Der Tierarzt ist zwar ein bisschen weiter von uns weg, aber das ist richtig gut. Hier waren wir auch schon mit den Kaninchen und wir haben gesagt, mit den Katzen bleiben wir auch hier, weil wir so zufrieden sind. Die haben uns so geholfen, ne? Ja, so geholfen, dass wir einfach nur noch hierhin Jetzt wollen. müssen wir noch ein bisschen warten. Machen. Ne Mäuschen. Ihm gefällt es immer noch nicht so, aber er geht gern zum Arzt, ne? Hallöchen, ihr Lieben. Wir sind jetzt gerade wieder zu Hause vom Tierarzt zurück und ja. Sind nicht so gute Neuigkeiten. Dem Tino geht es gar nicht gut. Der muss jetzt dringend behandelt werden, sonst wäre er spätestens heute oder morgen gestorben. Sorry, da war eine kleine Fliege. Wir müssen dann morgen auch wieder hin. Ja. Unsere Laune ist jetzt im Keller. Wir müssen das jetzt gerade erstmal ein bisschen verarbeiten und deswegen würde ich jetzt gerne den Vlog hier beenden. Ich bearbeite den gleich, werde den hochladen und ja, ich wollte heute eigentlich ein Livestream machen. Ich weiß nicht, ob ich dafür einen Kopf haben werde, heute einen Livestream zu machen. Ich bin Mensch, ich kann dann schlecht auf gute Laune machen und ich weiß nicht, ob das was bringt, dann einen Livestream zu machen. Und wir werden uns jetzt erstmal um Tino kümmern, der bekommt jetzt Leckerchen und alles. Wir hoffen das Beste. Drückt uns bitte die Daumen, weil der kann keine weißen Blutkörperchen. Also wir wissen nicht, ob er diese weißen Blutkörperchen bilden kann gegen die Infektion, die er gerade hat. Und wenn er das nicht kann, müssen wir zu einer Spezialklinik. Da muss dann eine Probe vom Knochenmark genommen werden. Und alles, wo ich gerade erstmal ein bisschen dran zu knabbern habe, wir alle jetzt und was wir jetzt verarbeiten müssen. Deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen schönen Dienstag, Abend und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Kopf für einen Livestream habe. Es tut mir leid. Ciao.